Elsassisch Dreiviertelzehn. France Bleu Elsass. Auf France Bleu Elsass reden wir heute von Heidelbeeren. Wir haben Lust heute für Heidelbeeren im Studio von France Bleu Elsass. Uns fällt gerade gut, denn in dem Sommer hier, werden wir auf Mazarol gehen. Da ist ein Fest, wie wir nicht verroppeln müssen. Ein Heidelbeerenkuchenfest. Aber ich glaube nicht, ob es richtig ist, so wie ich es dir sage. Also setzt uns der Claude Ertli, der Gast vom Tag. Claude, bonjour. Bonjour, liebe Zuhörer. Ist es ein Heidelbeerenkuchenfest? Fest. Wie savez ihr das? Ich meine, das sagen wir Poljokürenfest. Poljokürenfest. Aber es hat ja den Selbstgeschmack. Ob es Heidelbeeren sind oder Poljer, gell? Sind alles Heidelbeeren oder Poljer, die wild sind. Sind gehen gerne sichten. Und dann waren wir trotzdem blöd am Gesicht, am Müll drumherum und Zung, gell? Sind nur von denen, wo man blöd wird. So wie die Strumpf. Und so fest, dass wir alle eine blöde Zunge haben, organisieren wir am 15. August. Wir werden davon reden in ein paar Minuten. Und welcher Verein hat das organisiert? Das ist der Musikverein? Musikverein Ilienkopf von Mazarol. Und da sind ich Präsident davon, ja. Gell? Aber wir werden ein bisschen mehr erfahren über den Verein in 2 Minuten nach dem Gérard Baum auf francebleuelsass.fr. France Bleu Elsass. Allez hop, komm mit mir. Du hast selber nicht Anna, was der Swingus dir macht. Ich lieb dich noch dran, Anna. Ich lieb dich noch jetzt noch, allez hop. Uns die Opera alle, wir bleiben nur im Rhythmus frei. Das ist der Puls vom Leben, wo in dich schlagen wird. Das kannst du da erleben, kurz dich denn nicht im Blut, alle hab. Komm mit mir. Gérard Baum auf France Bleu Elsass. Kommen mit, denn da erfahren wir alles, was im Ländl passiert und was noch nicht verroppeln müssen. Denn es Sommer zum Beispiel das Poljokürenfest, wie hier im August wird es sein. Wir reden davon mit dem Claude Ertli, wie unser Gast ist heute Morgen, Präsident vom Musikverein vom Mazarol. Und den Verein entdecken wir ein bisschen mehr zuerst, vor was wir vom Kurenfest, Heidelbeerenkurenfest reden. Also schon einmal, wie lange existiert der Musikverein? Also, unser Verein ist gegründet worden 1910. Wir haben keine Archive mehr, aber es ist eben das Alter, das wir gefunden haben, besonders auf dem Fahnen. Aber jetzt sind wir eine junge Mannschaft. So grosso modo 30 Jahre alt.
en moyenne, wie man sagt. Mhm. Und wir sind 30 Musikanten und haben immer große Projekte. Wir haben das Frühjahr das erste Rockkonzert gemacht. Sogar im Kreis Colmar hat es das noch nie gegeben, aber kein anderer Verein hat das gemacht. Wir haben ein ganzes Konzert gemacht mit Rock'n'Roll, Pop-Rock. Und du bist also der Musikverein vom Ilienkopf, gell? Das ist der Name davon. Wie alt ist denn der Jüngste, wie ihr singt? Wie Musik spielt? 11 Jahre alt. Ja, gut. Noch machen viele Junge und natürlich sind alle eingeladen, wenn sie mit wollen machen, gell? Kein Problem. Wir haben noch eine Musikschule mit ca. 20 Schülern. Und wie gesagt, wir machen Musik für die patriotischen Feste, wir machen Musik an Winterkonzert, wir haben Fasnachtsball und eben das Heidelbeeren, durch das Fest, wir sagen im Münchental Bullier, durch das Fest. Aber für unsere lieben Zuhörer, voilà, es ist... So wie ich sage bei euch, jeder sagt, wie er sagt, wenn das Bullierkuchenfest ist bei euch, aber dann sagen wir es so, kein Problem. Und das ist in Mazzarol, wir werden mehr erfahren darüber. Und du, im Musikverein Wiener Sinn, Ilienkopf, das gibt es seit 1910, gell, hat er gesagt? Ja. Und du hast auch viel Sorge im ganzen Jahr, und sagt immer alle mit an alle Feste. Und du hast auch etwas Grosses, wird es in ein Jahr, etwas ganz riesig, wie er auf Böhe. Ja, unser Verein ist auch dirigiert vom Meyer Jean-Martin und vom Alfred Ritter. Und wir haben ein großes Fest vor mit der Gemeinde von Mazzarol, wo das Ding enger hat, mit der Chorale voriges Jahr 1850. Die wir ganz gut kennen auf France Bleu Elsass. Ja, und mit der Schüler von Mazzarol. Wir gratulieren sie und wir begrüßen sie alle von Mazzarol. Ja, bei Ruine. Und da machen wir ein Spektakel Son et Lumière am 16., 17., 18. November. Und das ist für das 100-Jährige vom Ersten Weltkrieg zu zeigen. Und das gibt ein Spektakel von anderthalb Stunden ungefähr, wo wir selber gegründet haben, mit dem Gesamtverein, mit Edith Rabler, der ein Historien ist, mit der Schuldirektor und mit uns, mit der Musik. Das wird etwas Großes, etwas Wunderbares und etwas, was nicht zu verabreden ist. Die Bier können auf der Mairie gekauft werden. Und natürlich finden wir auch alle Nachrichten auf dem Site Internet vom Musikverein Ilienkopf, gerade Ilienkopf Mazzarol schreiben. Ja, das geht. Und finden wir alles. Musik Ilienkopf Mazzarol finden wir auf Facebook, das Site Internet und alles. Und finden auch alles auf dem Site Internet von der Gemeinde. Und wir kriegen auch ein Site Facebook für das Fest. Aber da werden wir alles noch einmal sagen in ein paar Minuten. Wir werden schon einmal das Programm erfahren von dem Heidelbeeren-Kuchenfest oder Bullierkuchenfest von Mazzarol. In 2 Minuten und da machen wir uns ein bisschen Stimmung vom Münstertal auf France Bleu Elsass. France Bleu Elsass. Von Mazzarol auf francebleuelsass.fr, du wie ich und mir, Tim, sind auf ihrem Sender auf Elsassisch.
mon régime, on n'a plus le droit de manger, vous de votre côté, comment c'est? Bonjour Jonathan. Que te mourir Hervé, que te mourir Nola. Ouf, France Bleu Elsos, SMR Vita. Je continue de manger sur France Bleu Elsos. On aime bien ça, on se fait plaisir l'été aussi. Avec la fête de la tarte aux myrtilles de Metzerolles. Alors moi je dirais Heidelbeerkuchenfest. Eux ils disent Polierkuchenfest. Das ist Claudertle? Ja, das ist ganz exakt. In Münchendal sagt man Polier für die Myrtilles. Ihr organisiert das Fest. Ich bin Präsident vom Musikverein Ilienkopf von Mazzarol. Ganz exakt. Bon, man meint jetzt nicht gleich, yes, es ist an dem Wochenende. Nein, es ist dann Sommer und das muss man auch nicht verrobeln. Es ist am 15. August. Was ist denn da alles auf dem Programm? Schon einmal Heidelbeerkuchen oder Polierkuchen zum Versuchen? Also, das Fest existiert jetzt seit 27 Jahren. Und es fängt an, und ist alle Jahre am 15. August. Und es fängt an um die 12 herum und da kann man essen. Da kann man, und man braucht nicht reservieren, aber sagen wir in der Zeitdose, für Platz zu haben. Und da gibt es gebratenes Schweinefleisch mit Pommes frites und Salat. Gürtel Elsasser Wein. Mit Maus. Mit Maus, ja. Und den ganzen Mittag gibt es Heidelbeerkuchen mit oder ohne Chantilly. Mhm. Oh, und gibt es da einen Wettbewerb, der wie am meisten isst oder der wie am besten macht? Oh, das könnte eine gute Idee sein, für einmal einen Angeschmoll. Nein, ja. Bis jetzt gibt es keinen Wettbewerb. Ganz einfach, ganz einfach. Und versuchen. Es ist ein ganz, sagen wir, Familienfest, ganz convivial. Und der ganze Mittag ist Musik, der ganze Mittag ist Folklore, Musik und Tanz. Von der Société Ilienkopf? Von anderen Vereinen. Wir haben schon von die Leute. Das alles. Voilà. Und es ist der einzige Moment, wo wir nicht spielen im Jahr durch, wo wir keine Musik machen. Lohnt Frieden spielen. Ja. Ich wollte euch Bonjour sagen in alle Zuhörer und Zuschauer von France Bleu Elsass und France Roi Elsass und alle Leute begrüßen. Und natürlich gibt es viel Sorge und ich habe gehört, ich suche noch Leute für euch ein bisschen helfen an dem Fest. Also die Neuigkeit für dieses Jahr, wir machen Parking für die Autostationierung. Da gibt es ein Parking am Eingang vom Dorf und geht ein Parking neben der Gare von Metzerolles. Und voilà, unser Verein zählt 30 Mann, aber es reicht nicht mehr für alles machen. Da suchen wir Leute für Helfen aufschlagen am 14. Wir suchen Leute für Helfen abschlagen am 16. Dann sind da von der Woche die Leute arbeiten für unsere Leute. Und ich suche Leute für sich amüsieren am 15. August. Und suchen Leute am 15. für die Parking gerieren. Und wenn ihr sagt, Jonathan, Lied für mitmachen. 15 Lied für mitmachen. Für den Kuchen schon mir alles essen selber, gell? Ja, ja. Also, wenn ihr eine blöde Zunge wollt, haben auf Mazzarol am 15. August. Und das finden wir alles auf dem Site von der Mairie von Mazzarol und auf dem Site Société Ilienkopf, Société de Musique Ilienkopf von Mazzarol. Hervé, si vous voulez aussi avoir la langue bleue, il faudra donc aller à Metzeral le 20, pour la 27e fête de la tarte aux myrtilles le 15 août. Le 15 août. Jonathan, si vous m'entendez, je vous rappelle que sur les réseaux sociaux, vous avez annoncé que vous alliez venir en maillot de bain dans l'émission. Je ne l'ai pas oublié, on vous attend. Il est prêt. Je vous souhaite une bonne journée sur France Bleu Elsace. De... France Bleu Elsace. France Bleu. Merci vielmals, Claude Hertli, aus der Zignomène von Mazzarol zu uns raufkommen auf Strasbourg für uns von dem Fest reden. Natürlich hoffen wir, dass viele Leute kommen und wir werden euch noch einmal einladen vor dem 15. August, als wir davon reden, denn es ist noch ein bisschen weit, die Leute haben vielleicht noch nicht alles im Kopf. Gell? Ja, ja, wunderbar. Man kann die Orchester hören, Dampfpfeifler, Gruppe Folklorik Aurore, Chor des Alpes und auch ein Orchester trotzdem von uns, das neu spielt, über dem Fest. Das volle Programm findet ihr auf Internet. Harmonie, Ilienkopf, in der Schrift Metzera.